Karin Greiner von der antragstellenden Partei der SPÖ ist die Nächste am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei der Debatte. Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen, ich halte fest, ein Regierungsmitglied, der Finanzminister, meldet sich, nachdem Fragen an ihn gestellt werden, zu Wort und brüllt ins Auditorium: Die Opposition soll sich schämen. Das ist eines Finanzministers unwürdig. Es steht Ihnen keineswegs zu, unsere Art der Fragestellung, unsere Politik zu bewerten. Sie haben uns bitte, ich betone das bitte, zu antworten. Bisher war dieses Bitte vergeblich. Und wenn Sie von Show sprechen, Herr Finanzminister, das war eine billige Show, die Sie abgeliefert haben. Wollen Sie eigentlich die ÖVP beteiligt sich mit Zwischenrufen, aber nicht ernsthaft an der Debatte. Sind Sie nervös? Und Herr Finanzminister, wollen Sie etwas verstecken? Mit dieser Performance haben Sie sich wirklich disqualifiziert. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es leider auch mitverfolgen müssen. Österreich hat sich europaweit und darüber hinaus bedauerlicherweise mit dem Auftritt in Sachen Impfen nicht gerade professionell bemerkbar gemacht. Umso wichtiger ist es, dass sich der kleine Untersuchungsausschuss in diesem österreichischen Parlament mit den wirklich mehr als dubiosen Impfstoffbeschaffungen auseinandersetzt. Mittlerweile wissen wir, aus Regierungsdokumenten geht hervor, dass wir es sehr wohl mit einem Finanzdeckel von 200 Millionen Euro zu tun haben, den der Bundeskanzler mit seiner Regierung beschlossen hat. Ich darf zitieren, vielleicht auch für Sie interessant. Zitat: Einem Gesamtkostenrahmen von bis zu 200 Millionen Euro. Sie gehen davon aus, dass es ein Vorschlag des Gesundheitsministeriums ist. Sie wissen es offensichtlich nicht. Schauen wir uns das näher an. Und Sie sagen auch, wenn man mehr gebraucht hätte, hätte man jederzeit mehr in die Hand nehmen können. Diesen Worten sind aber wieder keine Daten gefolgt. Am 29.07. Ministerratsvortrag von bis zu 200 Millionen Euro. Aber das, wie Sie annehmen, dass es ein Vorschlag des Gesundheitsministeriums war, das war es nicht. Das Gesundheitsministerium hat vorgeschlagen von mehr als, und Sie monieren hier, von mehr als ist kein Haushaltsrecht, hat haushaltsrechtlich keinen Bestand. Was soll das? Da geht es nicht um haushaltsrechtliche Normen. Ein Ministerratsvortrag ist eine Willensbekundung. Meine Damen und Herren, vor den Fernsehschirmen, die ÖVP wird zunehmend noch nervöser. Schauen wir uns den Ministerratsvortrag vom 15.09. an. Hier bestehen Sie auf der, ich zitiere, avisierten Obergrenze von 200 Millionen Euro. Ausschließlich im Rahmen der avisierten Obergrenze. Was heißt denn das für die Beschaffung? Das heißt, für die Beamten, die damit befasst sind, sie dürfen mit höchstens 200 Millionen Impfstoff beschaffen. Kann sich jeder ausrechnen, dass sich das nicht ausgeht. Und dann läuft es unter und Umfragewerte werden schlechter. Der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, Impfen ist ab jetzt Chefsache. Bis April sind alle über 65-Jährigen geimpft. Kleiner Faktencheck. Heute sind nicht einmal alle über 85-Jährigen geimpft. Da sind wir weit weg von den 65-Jährigen. Eine
Durchimpfungsrate von knapp über 4%. Ein bescheidenes Ergebnis. Israel hat gleich viel Einwohner wie wir in Österreich und nimmt bis zu 1,3 Milliarden in die Hand. Wir 200 Millionen. Interessant, interessant. Wer ist verantwortlich? Der Kanzler? Chefsache? Nein, es sind die Beamten, die schuld sind. Die sind schuld, die haben das verbrochen, haben aber nie was mit Finanzdeckel zu tun gehabt. 9 Ministerratssitzungen, 9-mal war Impfen ein Thema. Sie waren dabei, Herr Finanzminister, der Herr Bundeskanzler war dabei. Ich nehme an, Sie waren dabei, Sie haben es eigentlich nicht so genau beantwortet. Aber eines ist klar, Sie, die Bundesregierung, haben am falschen Platz gespart. Und damit... Mit Ihrer Unterstützung übrigens. Damit spielen Sie mit den Arbeitsplätzen, mit der Gesundheit und mit dem Leben unserer Bevölkerung. Wie viel geben Sie für BR aus? 210 Millionen. 200 Millionen für Impfen in einer Pandemie. 210 Millionen für BR, für Eigeninszenierungen, für tägliche Pressekonferenzen mit Ankündigungen. Die Leute wollen keine Pressekonferenzen, sie wollen Impftermine. Das haben Sie verspielt.